herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Wir haben beim letzten Mal endlich dieses dunkle Hirn bekommen. Das heißt, das können wir dann jetzt auch endlich dem Inquisitor geben. Ich würde aber mal sagen, wir tanken nochmal eben kurz etwas Schlaf, bis er da ist, dauert halt leider auch noch ein klein wenig. Ach, und wir haben ein paar Technologien, nee, eigentlich nur eine freigeschaltet. Wir haben eine Technologie freigeschaltet. Und zwar, damit wir dieses Schwert für Schlange schmieden können. Und ich sehe nur nicht, wo wir das machen. Also hier können wir schon mal ein Stahlschwert machen, was ja ganz cool ist. Also uns fehlt halt noch ein Stahlbarren. Aber dieses juwelenbesetzte Damasna-Schwert fehlt irgendwie ein bisschen. Ich schau mal, ob man das hier machen kann. Nein. Ja, dann gehen wir erst eben kurz schlafen und finden es dann heraus. Ich meine, ich habe es ja jetzt freigeschaltet, dann will ich auch zumindest wissen, wie ich es machen kann. Ob wir es machen können, ist dann nochmal die andere Sache. Es werden wahrscheinlich echt viele teure Ressourcen gebraucht werden. Also ich meine, wenn es günstiger ist, ist es einfach zu kaufen, dann ist auch eh irgendwas falsch. Aber wir finden es heraus. So. Also, wir haben noch Zeit mit dem Inquisitor. Ich will ihn halt nur nicht verpassen. Ich bin gerade im Panic-Modus. Ah, oh, oh, warte. Na, ach, Mist, das hätte ich gestern machen müssen. Ich habe doch noch die Silberbar. Ah, egal. Okay, Technologien. Und zwar hier in der Schmiedekunst ganz hinten seht ihr erfahrenes Gießen. Was? So. Juweliertisch. Ist jetzt nicht wahr. Gut, wir brauchen nochmal 150 rote Punkte. Klar, warum auch nicht? Cool, cool, cool. Ich freue mich tierisch. Wir brauchen noch polierte Steine. Wir haben keine Politurpaste. Wie mache ich Politurpaste? Ich bin ein bisschen unglücklich. Ich war so froh, dass es endlich freigeschaltet hat. Und dann, ja, war es so ein bisschen umsonst. Also so ein Mist. So, zweimal Politurpaste sollte es erstmal tun. Ich habe schon ganz vergessen, dass wir für... Brauchen wir nicht. Ich habe den Scheiß mein... Ah, was ist denn mit mir? Okay, wir machen 12 Steine. Und diese 12 Steine... Ist so blöd, ne? Weil so viele Punkte gibt es. Daraus machen wir jetzt hier eben kurz 2 polierte Steine. Eigentlich brauche ich eh noch ein paar mehr, weil ich noch einen Grabstein machen muss. Aber ich wollte eben gucken wegen der Urnenhalle. Bis der Inquisitor da ist, müssen wir ja doch noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ich brauche den Juweliertisch. Das ist tragisch. Hier bauen. Ah, und 4 Balken. Okay. Ja, das ist machbar. Das ist machbar. Das könnten wir sogar bis morgen hinkriegen, bis der Inquisitor da ist. Komplexe Eisenstücke. Na egal, wir haben ja jetzt Eisen. Ich mach mal hier 6 Stück. Wir brauchen auch noch wieder Kohle, ne? Dann kann ich erst den Schnaps machen. Oh, keine Energie mehr. Upsi. Oh, wow. Die goldene Linsensuppe gibt aber echt nicht viel Energie. Also, da hatte ich mehr erwartet. Ja, dann baue ich noch die 2 anderen polierten Steine hier raus. Pack ich die mal hier rein. Und den Stein auch einmal kurz.
Dann haben wir wenigstens schon mal etwas für die Friedhofsschönheit getan. Ich meine, müssen wir ja auch vorankommen. Ja, es sind noch ein paar Leichen da. Zombie können wir nicht machen. Nee, uns fehlt dafür Glauben. Oh, es wäre sogar ein guter Anwärter für einen Zombie. Aber dann verbuddeln wir diese Leiche. Ist ja auch für die Friedhofsschönheit nicht schlecht. Ich glaube, Fett noch entnehmen. Ja. Ja, wir nehmen die jetzt einfach mit und verbuddeln die schon mal. Stecken da jetzt nicht so viel Arbeit rein. Ich esse ja schon mal. Ich kann nicht essen und die Leiche tragen. Okay. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn. Wir haben gerade eigentlich keine Hand frei. Gut, dann machen wir hier noch eine schöne Grabstätte. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Halleluja. Und die Urnenhalle. Nicht hier. Hier baue ich nichts. Mache ich die direkt daneben wieder? Schau mal kurz. Wenn ich die dahin mache, könnte ich... Ja, ich bin nicht so richtig zufrieden. Weil man kann ja so Rasenstreifen machen, aber... ja, ich pack die dann erstmal hier hin. Brauchen wir. Ah, oh, wir haben jetzt 131. Ja, ich glaube, mit Urnenhallen kann man gut was machen. Und Rasen. Ah, fehlt uns Tor für. Egal, ich wollte ja auch mal... Ach nee, Laternen habe ich schon gemacht. Ah, ist egal. Marmorplatten. Ja, den Marmor können wir auch noch nicht abbauen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ach komm, ich pack mal eben hier in den Kirchenkeller das Blut, das Fett. Bis wir hier auch das Innere der Kirche hübscher machen, dauert glaube ich auch noch. So viele offene Baustellen, ey. Ich wollte glaube ich auch eigentlich, hatte ich irgendwann mal gesagt, hier dieses Fenster ausprobieren, das Buntglasfenster. Aber dafür brauchen wir diese Goldschmuckverzierung und ach, die sind mir zu teuer. Aber sonst ist hier nichts wirklich attraktiv, ne? Sollte ich mal gucken, dass ich da auch irgendwann mal noch was freischalte. Na ja, gut, der Inquisitor wird jetzt bald da sein. Dann können wir dem das Hirn geben. Und hoffentlich kriegen wir da eine neue Quest, weil beim Händler kommen wir nicht weiter, beim Astrologen kommen wir nicht weiter, bei Schlange kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, bei Frau Anmut, naja, es ist ein langer Weg, kommen wir nicht weiter. Gehe ich jetzt erst noch kurz Kohle abbauen? Ah, ich kann die Holzbalken nicht wegpacken. Das ist ärgerlich, kann ich vielleicht irgendwas einschmelzen oder so? Ich schau mal eben. Weil... Ja, hier so ein Stahl... Habe ich drei Stahlbarren. Das bringt mir auch nichts, wenn ich dann ein Stahlschwert raus... Na, ein Stahl... Das lohnt sich irgendwie nicht. Ja, ich habe keinen Platz. Ich habe einfach keinen Platz. Nee, ich baue nach dem Inquisitor Kohle ab. Und dann können wir den Schnaps machen. Dann kriegen wir zumindest die Priestermedaille von Diggo. Das war eigentlich nochmal für das Erste, was wir... Ah, Müller. Und der Müller, der wollte das mit dem Comedy... Ach, Mist, da brauchen wir zwei Rufsterne in der Taverne. Ja, es wird ja auch erstmal noch nichts. Gut, wir laufen mal schon mal dahin, wo der Inquisitor nachher sein wird. Da fällt mir ein, hier arbeitet ja fleißig ein Zombie. Aber wir haben hier noch keine Transportstation. Das heißt, hier werden irgendwo Weintrauben sein. Ja, die nehme ich mit. Können wir auf jeden Fall schon mal Wein machen für die Taverne. Muss ich nur dran denken. Und ich glaube, wir werden hier erstmal noch ein bisschen warten müssen auf den Inquisitor.
Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich glaube, die paar Minuten haben wir jetzt auch noch. Und dann können wir hier wieder Verbrennungen feiern, was eigentlich ziemlich gut ist, weil das halt auch Geld gibt. Das heißt, wir verkaufen da goldene Burger und goldenes Bier. Ich meine, für Bier haben wir jetzt einen Verkaufsort, und zwar unsere eigene Taverne. Aber mit den Burgern ist eigentlich ganz gut. Das ist eine gute Einnahmequelle, glaube ich. Und wir kriegen da auch Glauben. Und wir haben ja festgestellt, tatsächlich, obwohl ich es anfangs unterschätzt habe, wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben. Ach komm, Inquisitor, da muss ich nicht schneiden. Ich könnte jetzt ein bisschen Zeit strecken durch mein Gerede. Jetzt komm schon. Bitte. Bitte. Komm jetzt. So. Hi. Hier. Ich hab noch das dunkle Hirn. Na gut, wir haben jetzt genug Beweise. Ich werde diese verfluchten Organe dem König zeigen. Ja! Und wenn wir die Stadt bei unserer Suche nach Ketzern auseinandernehmen müssen. Was muss ich noch tun? Nein, wir kommen hier auch nicht weiter. Ach, nein. Das ist unglaublich, wir kommen einfach nicht voran. Ach Mist, ich musste doch erst... Egal, wir machen schon mal Wein. Ach, guck mal, Bier haben wir auch. Okay. So, wir können wieder einen Eimer Beerensaft machen. Ja, das bringt uns jetzt erstmal noch nicht so viel. Und bitte einmal hier Traubensaft. Brauchen ja genug Zeugs für die Taverne. Ich habe jetzt gerade das Steam Achievement bekommen, noch mehr rote Punkte, und dann gucke ich so auf meine roten Punkte. Naja, also ich weiß, also man, das irgendwie 3000 rote Punkte muss man insgesamt in dem Spiel irgendwie bekommen, oder irgendwie so eine Zahl ist das, aber ja, toll. So. Was packe ich denn hier rein? Was wollte ich hier reinpacken? Genau, den Traubensaft und den Eimer Beerensaft können wir da auch eben einmal reinpacken. Ja, ich pack mal die Geschichte weg, die goldene. Wir haben eh schon nicht so viel Platz jetzt im Inventar. Also, Kohle, damit quasi Schnaps machen, und dann gehe ich vielleicht wirklich einfach in den Dungeon. Ich wüsste sonst nicht, was wir hier jetzt großartig machen sollen. Wir müssen halt an Geld kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon direkt wieder hätten eine Verbrennung da feiern können, aber ich würde einfach sagen, das machen wir nächste Woche. Wir brauchen auch eh da Bier für... Hätten wir jetzt sogar gehabt, aber ja. Ah Mist, wir haben hier keinen Weizen mehr. Und kein Wasser. Sag mal, wir haben ja gar nichts. Muss ich schon wieder Wasser holen? Irgendwas wollte ich hier noch. Ach, stimmt. Ich wollte noch hier Essen in Auftrag quasi geben. Damit wir, wenn wir im Dungeon sind und Energieprobleme kriegen, dass wir da zumindest was haben. Aber irgendwie... Ja, komm, wir machen Karottenschnitzel. So. Und dann gehen wir jetzt am besten mal Kohle abbauen. Irgendwann müssten wir halt auch Marmor irgendwie fertig nehmen. Ich kann mir auch Wasser holen, ne? Ich hole mal eben schon mal Wasser. Brauchen wir eben. Eigentlich... Nein, ich will keine Leiche. Ich habe jetzt alles, was ich erstmal... Ja, ich meine, Zombies kann ich noch machen. Ich kann doch hier nachher... Kann ich doch auch hier so Sachen hinbauen. Kann ich da dann auch einen Zombie hinstellen? Bestimmt, ne? Ja, ja, kann ich. Sollte ich vielleicht auch mal überlegen... Ich muss eh noch so viel mit Zombies machen. Das ist unglaublich. Naja, ich werde jetzt erstmal Kohle abbauen, weil bevor wir jetzt hier ein neues Zombie machen, ist ja jetzt, die Leiche ist nicht so wichtig. Wir können eh keinen Zombie machen. Ja, dann kann die auch verrotten. Ich kann die auch eigentlich direkt verbrennen. Es spielt keine Rolle. Na gut.
Okay, ich habe Schwefel bekommen. Das ist mir neu. Schwefel hatten wir bisher noch nicht. Und ein Kalkstein. Okay, Kalkstein hatten wir schon mal bekommen. Wir haben 100 irgendwas. 167 Kohle. Ich glaube, das reicht erstmal. Ups, das ist nicht der Ruhestein. Da gehen wir direkt mal zurück. Was wollte ich hier reinpacken? Ein bisschen Kohle. Wir packen hier mal so... Okay, scheinbar 41 Kohle rein. Dann brauchen wir hier unten Kohle. Erstmal das Wasser rein und ich würde sagen, so, wir packen hier erstmal 30 Kohle rein. Und dann hier. Nee, das ist falsch. Hier. So. Wir packen hier einmal Kohle rein. Und jetzt Schnaps. Endlich. Das gibt zweimal Schnaps nur. Naja, ich denke, besser als nichts. Hier kann ich nichts mehr reinpacken. Dann packe ich den hier rein. Und dann machen wir noch eben hier etwas Bier. Wir können auch Met machen. Ja, das müssten wir auch anfeuern. Ich war schon so, hä? Warum geht das nicht? Gut. Die restliche Kohle noch wegpacken. Kalkstein. Ja, wohin jetzt mit dem Schwefel? Ich glaube, ich nehme mal das Öl hier einfach raus und packe dann den Schwefel rein. Kann ich hier irgendwas noch loswerden? Eigentlich brauche ich gerade keine Stückchen. Das ist jetzt blöd. Ich will die auch eigentlich nicht zerstören, aber das Öl, ich zerstöre es einfach. Ist jetzt egal. Dann können die Holzbalken da wenigstens rein. Gut, dann gehen wir jetzt noch zur Taverne. Damit die ein bisschen Alkohol haben. Ja, wir kriegen auch schon kein Geld mehr. Also die laufen gerade wirklich auf dem Leeren. Hier Bier. Und diesen seltenen Dolch kann ich hier auch schon mal reinpacken. Ist auch schon mal ein Inventarplatz, den wir uns sparen. Gut. Wir haben Karottenschnitzel, die ich am besten mal hier unten reinlege. Die Heiltränke muss ich mir dann auch noch aus dem Keller holen. Da habe ich ja zwei Stück. Einen könnte ich auch noch herstellen. Aber ich gehe erstmal mit zwei. Und wir verkaufen jetzt noch eine Bestattungsurkunde. So, guten Tag. Hier ist eine Bestattungsurkunde. Also geldlich kommen wir halt wirklich echt schlecht voran. Gut, auf nach Hause. So, jetzt haben wir noch ein paar mehr Karottenschnitzel. Oh, der erste Schnaps ist fertig. Aber bringen wir den jetzt, Digo? Eigentlich schon, ne? Gut, dann gehen wir noch nicht in den Dungeon. Ich nehme trotzdem schon mal die Heiltränke mit. Da ist ja immer noch eine Leiche, ne? Ups. Wait, war das? Nee, okay. Ja, dann kümmere ich mich mal zuerst um die Leiche, glaube ich. Und gehe dann zu Digo. Und dann haben wir wieder eine Sequenz. Voraussichtlich, außer Digo will noch was. Dann haben wir wieder eine Sequenz aus der Vergangenheit. Also der Esel ist zumindest jetzt gerade nicht mehr gefüttert. Kann sein, dass jetzt die letzten Karotten verbraucht wurden und wir noch eine Leiche kriegen. Aber danach sollten wir nichts mehr kriegen. Ja gut, das brauchen wir halt hier nicht mehr. Wir entfernen das Blut. Können wir eigentlich dem Vampir mal wieder welches geben, ne? Nehmen die Leiche, verbuddeln die. Jetzt ist nur blöd, da gibt es keine... ich habe keine fertigen Umrandungen mehr tatsächlich. Grabumrandungen. Heißt, das wird erstmal nicht so schön sein. Ja, was mache ich hiermit nur? Was mache ich hiermit nur? Ah, ich mache das schon mal so. Egal. Okay. Wir brauchen also eine Grabumrandung.
Und auf jeden Fall 3 so Sockel. Das können wir demnächst mal basteln. Ich meine, wir brauchen 150 blaue. Aha, das buddeln wir nicht weiter. 150 blaue, rote Punkte. Meine Güte, der Wurm ist drin. Ich kann auch, glaube ich, jetzt ganz schnell gucken, ob der zweite Schnaps fertig ist. Bevor wir uns jetzt teleportieren. Oder ob Med fertig ist. Weil dann ist, wenn wir eh jetzt da in der Richtung der unserer Taverne sind, dann können wir da auch noch mehr abliefern. Fällt mir auch ein, ich muss hier mal die Farm checken. Der ist mich schon wieder fertig, wie ich befürchtet habe. Ich pack das mal hier rein. So, nein, bleib da bitte drin. Bitte mach noch ein paar goldene Zwiebeln. Und hier wieder Maden rein, Torf rein. Wir nehmen uns mal die goldenen Zwiebeln mit. Wir müssen ja auch demnächst wieder hier so eine Kiste am besten für den Händler machen. Das gibt ja auch Geld. Ja, die machen wir direkt. Dann kann die da liegen. Oh, das Zombie hat richtig viel Eisen geliefert. Das ist richtig gut. Was wollte ich? Genau, nach Alkohol gucken. Ah, ich will so viel jetzt gerade auf einmal machen. Mal wieder. Die Zwiebeln hier rein. Schaut gut aus. Jetzt habe ich hier so Blut im Inventar. Ah. Ja, der ist fertig, der Alkohol, wie ich gedacht hatte. Die Verbindung zum Kirchenkeller ist ja da. Heißt, ich packe jetzt auch eben das Blut weg. Das können wir jetzt auch noch eben machen. Da tut sich das jetzt nichts. Okay, gut. Sonst hier irgendwas gerade? Nein. Dann können wir jetzt endlich zur Taverne. Erst zu Diggo, ihm einen Schnaps geben, damit er seinen Kuchen darin tunken kann. Ja, Diggo, hier, bitteschön. Wenn du noch Alkohol suchst, so tausche ich ihn gerne gegen die Medaille. Ist er rein? Dann prüfe ich besser mal nach. Zünde ihn an. Bist du dir sicher? Na klar! Hui, so ein Feuerball! Das war pures Zeug! Hier ist die Medaille! Viel Spaß! Und denk dran, wir wollen Kuchen! Möge dein Kuchen ewig leben, Diggo! Ja, schön! Wir haben die Priestermedaille. Haben wir sonst irgendwas bekommen? Nein. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was Diggo uns sonst geben sollte, was für uns von Interesse ist. Yay, wir haben wieder ein paar Münzen bekommen. Und packen hier auch direkt wieder Rotwein. Schnaps. Ich hoffe, den kann ich hier auch verkaufen, sonst... Ich wüsste aber sonst nicht, warum. Also, das hängt ja hier mit der Taverne zusammen, diese Quest. Deswegen, ich glaube, das ist auch so gedacht, dass man dann hier wirklich Schnaps verkaufen kann. So, Ach, der will ja zuerst uralten Dietrich. Ach, Mann, das kann doch nicht sein, dass wir den Schnaps... Oder vielleicht ist die Reihenfolge ja doch anders. Ich probiere es lieber einmal aus. Hallo? Nein, schade. Dann, müssen wir erst den zweiten Stern hier erreichen. Und die Flugblätter sind jetzt weniger relevant. Ah. Müssen tatsächlich eine Comedy-Show veranstalten. Stand-up-Comedy. Ah, unglaublich. Das ist unglaublich. Naja. Ich weiß auch noch immer nicht, was wir zeigen. Dein Zeug hier, also... Ja. Okay. Ich gehe noch eben die Bestattungsurkunde verkaufen, glaube ich. Wir müssen eh schlafen, ne? Geh jetzt nicht ohne Energie in den Dungeon. Ich meine, ich könnte natürlich auch die Karottenschnitzel essen, aber das wäre ja absolute Verschwendung. Okay. Bestattungsurkunde verkaufen. Schlafen. Dungeon. Ich meine, der Dungeon ist ja halt wirklich gerade doch attraktiv, weil, wir da beim letzten Mal richtig viel Geld gefunden haben. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, da wieder Geld zu finden. So, hier bitteschön. Nimm mal die Bestattungsurkunde, supi. Und dann gehen wir nach Hause. Und schlafen eine Runde.
So, eigentlich müsste ich darauf achten, dass ich ja jetzt bald hier wieder eine Predigt halten kann, aber ich glaube, ich ignoriere es einfach. Also, ja, den Glauben bräuchten wir eigentlich, das Geld halt auch. Ich will jetzt aber wirklich in den Dungeon. Vielleicht schaffen wir die Ebene ja schnell genug. Ich glaube nicht, aber wir schauen mal. Ich bleib mal so optimistisch, wie es nur geht. Wir sollten eigentlich gucken, dass wir das Stahlschwert machen. Oh mein Gott! Okay. Okay, das ist neu. Das ist neu. Gut. Puh, ich bin hier immer ganz, ganz konzentriert. Komm, flieg mich an. Okay, also mit denen kann ich arbeiten. Ja, die Monster hier sind eigentlich gut schaffbar, aber ich meine, müssen sie, weil die Kampfmechaniken sind auch sehr eingeschränkt, sage ich mal. Ah, wir haben einen Heiltrank und noch einen Heiltrank. Das heißt nichts Gutes, wenn man hier massiv Heiltränke bekommt, oder? Boah, ist das ein langer Weg. Mist. So, das ist schon mal erledigt. Da ist noch so einer. Mist, nicht getroffen, schon wieder nicht. Schön. Komm, fliegt mich an. Ach ja, ist wieder mit diesen. Die haben wieder alles Mögliche an. Ah, da war noch eine. Gut, diese Bank machen wir ja auch einmal kaputt. Ja, ich glaube, mit der Predigt, das wird nichts. Sind wir ehrlich? Sag mal. Ob es das jetzt am Ende wert war, weiß ich nicht. Hier gibt es, glaube ich, Gold. Ja, 8 Goldnuggets, das ist ziemlich gut für uns. Die würde ich auch erstmal festhalten. Weil wir haben ja gelernt, wir brauchen den Juweliertisch. Und wir brauchen auch Goldverzierungen. Und die werden wir wahrscheinlich selber schön herstellen können. Die müssen wir wahrscheinlich nicht teuer einkaufen. Das wäre auch blöd. Ich meine, kann ja eigentlich alles selber herstellen. Und ich glaube, es lohnt sich eigentlich schon, Sachen auch hier zu kaufen. Oh, der hat mich getroffen, ne? Oh, scheiße. Ich will nicht so häufig scheiße sagen. Aber das war schon mies. Das lief schon eher semi-gut. Oh, da habe ich jetzt fast mich selbst bambuselt. Ja. So. Okay, die Dinger in Kombination mit den anderen, die dir hinterhergehen, das ist sehr unangenehm. Ja, die Predigt, das wird nichts mehr. Ich ärgere mal, dass es hier so viel Metallschrott gibt. Oh, hier kriegen wir nichts. Okay. Ja, gut, das Eisenstück da, das muss jetzt da liegen. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Oh, noch mehr von. Okay, ich bin ehrlich, diese Fledermäuse, die mag ich nicht. Mist. Ja, ich würde sagen, es scheitert weniger an unserem nicht vorhandenen Stahlschwert. Es scheitert mehr daran, dass unsere Rüstung besser sein könnte und natürlich meine Kampffertigkeiten. Schau mal, haben wir nicht sogar das Stahlschwert? Nee, wir haben nur ein normales Schwert. Ja, wir könnten die dann halt schneller killen. Ne? Also es wird auch irgendwann notwendig sein. Ganz sicher. Aber, oh, wir brauchen Energie. Komm ran.
Oh nein. Oh nein, ich mag die nicht in Kombination. Ja, die Predigt, die wird nichts mehr. Aber eigentlich, ja, eigentlich hat es sich schon für die Goldnuggets gelohnt. Ich zerstöre mal die Fledermausflügel, die brauchen wir eigentlich nicht. Ich weiß halt auch noch immer nicht, was wir mit dem blauen Schleim machen. Ich weiß gerade nicht, ob es nicht noch eine Abzweigung gab. Oder ob ich jetzt hier alle Abzweigungen genommen habe. Aber ich glaube, es gab noch eine. Ach, dieses Mist-Ding. Ja, und die sind schon stark, ne? Natürlich fliegt mich die Fledermaus nicht an, bevor der mich nicht angreift. Ah. Ah. Au! Gut. Ja gut, wir können die Predigt eh nicht mehr halten. Das heißt, ich würde dann trotzdem in den nächsten Dungeon gehen. So, ist hier sonst irgendwas, was ich wirklich nicht brauche? Bei Keramikschüsseln kann ich selber... Ah, da kommen die blutigen Nägel. Als ob ich die sauber mache. So, bitte habe ich keinen Gang übersehen. Das wäre jetzt echt blöd. Ja, die Samen hätte ich eigentlich schon gerne. Ja, es sind nur normale Kohlsamen. Ja, okay. Ich werde trotzdem hier die Samen eher einsammeln, als hier diese 1000 Puder. Weil die Puder können wir auch abfarmen. So, bitte. Ja! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Wir haben noch zwei Heiltränke und wir haben massiv viele Karottenschnitze noch. Okay. Oh Gott, da ist nur... Oh, und auch noch Spinnen. Ich hasse Spinnen. Also irgendwie auch nicht, aber irgendwie doch. Also ich hasse Spinnen. Oh, ich will... Nein, ich will nicht. Na, ah, geh weg. Vielleicht merkt man es ein wenig. Ich habe ein Problem mit Spinnen. Das sind Silbernuggets, das sehe ich doch. Lebenspuder ist eigentlich schon... was will ich loswerden? Ach komm, egal. Tschüss. Ach komm, die Keramikschüssel. Die eine Keramikschüssel, weg damit. So, 8 Silbernuggets. Okay, cool, 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 cool. Oh, ja, 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 ja. Das wird ja noch lustig. Das wird ja noch lustig mit den Spinnen. So, hier sind 2 Abzweigungen. Ich hoffe, das hier ist eine Sattgasse. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Ich hasse euch. Komm, greif mich an. Danke. Oh, ich will nicht nochmal so eine Spinne treffen. Wir gehen nicht mehr in den Dungeon nach dieser Ebene. Habe ich soeben beschlossen. Dungeon ist uncool. Ey, aber wir haben wieder einen Heiltrank bekommen. Kann ich dann schön gegen die Spinne einsetzen? Ich will nicht. Okay, aber so wie ich gehofft hatte, das hier ist eine Sattgasse. Das heißt, wir müssen da unten weitergehen. Ich finde das mir nicht so doof. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich gegen die kämpfen muss. Ich sag's, wie es ist. Ja, hier ist wieder nichts drin. Oh Mann.
Ah, die Spinnennetze sollte ich einsammeln, ne? Die wird man wahrscheinlich mal benötigen. Pack mal wieder das Lebensbruder weg. Oh Gott, hier ist ja alles, was ich hasse. Oh Leute, er hat mich noch getroffen. Ah, ich glaube, das war ein bisschen verschwendet, den zu benutzen. Komm her. Du ekliges Ding. Geh weg. Hör auf, mich mit Spinnennetzen zu bewerfen. Die Räume werden ja nicht angenehmer. Komm her, du ekliges. Mist, habe ich nicht erwischt. So. Und da ist schon wieder eine Spinne. Komm schon. Tipp mal bei den Ebenen, wird es noch mehr eklige Tiere geben. Ah, die Spinne hat mich bemerkt. Au! Au! Ich mag Spinnen. Spinnen sind super. Ich habe ganz viel Spaß mit dieser Spinne. Warum kann ich die Flügel überhaupt schon wieder ins Inventar nehmen? Habe ich irgendwas verbraucht? Ah, da ist noch so eine! Mami! Jetzt verfolgen mich hier gleich zwei Gegner. Lasst mich in Ruhe! Das habe ich souveräner gelöst, als ich dachte. Noch diese blöden Schleimbälle. Also die Schleime gehen am besten, aber wenn die dich dann doch mal treffen, weil du gerade irgendwie doof bist, dann machen die schon ordentlich Schaden auch. Okay, hier sind jetzt zwei Abzweigungen. Das stört mich ein wenig. Ich mag diese 1000 Abzweigungen nicht. Ah, ja klar. Ah, okay, hier endet der Raum. Na, ich wurde getroffen. Ich wurde schon wieder getroffen. Ja, ich würde da jetzt noch, also müssen wir ja eben die nächste Abzweigung nehmen, da die Gegner beseitigen. Und dann nochmal in die andere Abzweigung. Dann in die nächste Ebene, damit das hier gespeichert ist. Oh Gott, das ist ein Spiel. Bin gerade sehr konzentriert. Die hat mich getroffen. Frech. Okay, eine Abzweigung muss ich noch nehmen. Dann haben wir es. Ah, guck mal, ich habe sogar so viel Metallschrott im Inventar, dass ich den nicht mehr mitnehmen kann. Okay. Ich glaube, wir werden ein, zwei Karottenschnitzel essen müssen. Ach Gott, oh herrje. Oder muss ich noch eine Abzweigung nehmen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe das kurz einmal lieber ab. Nee, das müssten alle gewesen. Ja, nee, okay, das waren alle Abzweigungen. Ah. Gott, das sind nicht meine neuen Lieblingsgegner. Absolut gar nicht. Ah, herrje. Okay, aber immerhin können wir dann jetzt, außer ich habe wirklich jetzt hier irgendeinen blöden Gegner übersehen, aber eigentlich können wir in die nächste Ebene. Mir gefällt auf jeden Fall, dass wir ein paar Silbernuggets bekommen haben.
Ich weiß nur nicht, ob es sich rächt, wenn ich alle Silberbarren verkaufe oder ob ich die nachher brauche. So, das hier können wir schon mal zerstören. Um da Samen zu finden, die wir nicht mitnehmen können. Das ist ja klasse. Wir haben wieder Fledermausflügel, meine Güte. Und ich nehme natürlich den Metallschoppel. Ist nicht wahr. Goldene Linsen zusammen. Das klingt so super. Ich lusche nur einmal ganz kurz. Wir wissen, ob da noch ein neuer, ekliger Feind ist. Ah, ja! Oh mein Gott! Okay, das war eine Preview auf die nächste Dungeon-Ebene. Supi. Ich will nicht mehr. Warum habe ich das überhaupt angefangen? Also mit dem Dungeon, nicht das Spiel. Das Spiel ist cool. Okay, dann werden wir mal hier kurz Sachen los. Ich glaube, das war es auch schon, was wir hier reinpacken können. Wobei die Spinnennetze können wir da auch erstmal reinpacken, wofür auch immer wir die brauchen. So, wir haben Rotwein. Supi. Mehr können wir gerade nicht machen. Ja, da müsste ich mal wieder auf den Feldern vorbeischauen. Ja, den Rest packe ich, glaube ich, jetzt gleich weg. Da würde ich jetzt noch nicht hinlaufen. Und hier können wir, glaube ich, gerade nichts reinpacken. Ja, das heißt, wir gehen schlafen, packen danach die Samen weg und ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich würde sogar sagen, ich beende die Folge. Das war doch interessant mit dem Dungeon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!